und herzlich willkommen auf dem PLW Review Kanal. Wir sind nun so ziemlich am Ende unserer Vorstellung der preußischen Armee im Ersten Weltkrieg. Wir befinden uns im Jahr 1918, also streng genommen schon im Oktober, November 1918. Die Kaiserschlacht ist vorbei. Die Deutschen haben diese Schlacht verloren. Die Truppen waren moralisch am Ende. Das deutsche Heer war ausgeblutet, es gab weder Nahrung noch gab es Munition oder sonstige Reserven. Und dementsprechend war die Armee oder die Armeen des Deutschen Kaiserreichs nur noch dabei, sich von Stellung zu Stellung zurückzuziehen. Der Soldat zu dieser Zeit trägt hier noch den M16-Stahlhelm. Es gab zu dem Zeitpunkt auch schon den Modell 18-Stahlhelm, bei dem der Kinnriemen nicht mehr an der Helmglocke, sondern an dem Innenfutter oben befestigt war. Die Modell 18 Stahlhelme erkennt man daran, dass sie diese Niete für den Knopf 91 nicht mehr aufweisen. Des Weiteren erkennt man hier sehr gut den damals neu eingeführten 3 buntfarben Anstrich. Der wurde angeordnet so in etwa 4 Monate vor Kriegsende, also auch schon nach der Kaiserschlacht, und war nach Verordnung halt in 3 Buntfarben aufzubringen, einmal im Fellgrau, in einem Ockerbraun und in einem Erdbraunton. Und diese Farben waren mit schwarzen Linien abzugrenzen. So war jedenfalls der Befehl und die Definition dieses Buntfarbenanstriches. Der wurde auch bei Maschinengewehrausrüstungen benutzt oder bei anderen Ausrüstungsgegenständen, die irgendwie zur Panzerung gedacht waren. Es war der erste Versuch, da irgendwie irgendwas im Gelände abzutarnen. Ja, ist relativ ikonisch. Er wird oft verwendet, leider in vielen Punkten, auch im Reenactment-Bereich oder in Filmen viel zu früh, da dieser Anstrich wirklich erst in den allerletzten 4 Kriegsmonaten befohlen wurde. Es gab natürlich auch Versuche der Soldaten, selbstständig ihre Helme abzutarnen. Die waren dann aber teilweise sehr unbeholfen. Da gibt es Originalbilder von. Und das hatte aber nichts mit dem offiziellen 3 Buntfarben oder Mimikry-Tarnanstrich zu tun, wie man ihn heutzutage nennt. Wir befinden uns ja schließlich Oktober, November. Es ist kalt. Der Soldat trägt den Einheitsmantel M15. Über die Geschichte der Mäntel werden wir irgendwann noch mal ein ausführliches Video machen. Es sei nur so viel gesagt. Ebenso wie, bei der M15-Bluse wurden beim Einheitsmantel 15 alle Unterschiede zwischen Waffengattungen und Dienstgraden eingespart, entfallen komplett. Der Mantel M15 hat einen sehr breiten Reseda-grünen Kragen, der hochgeschlagen und mit der Unterseite auch verknöpft werden kann, um quasi die Halspartie des Soldaten vor Witterung zu schützen. Des Weiteren ist bei diesem Mantel auch noch zu sagen, dass er, egal bei welcher Armee des kaiserlichen Heers, immer Knöpfe mit der preußischen Krone getragen wurden. Diese Knöpfe wurden dann meistens entweder in Tombak gefertigt oder in Stahl und dann dementsprechend in Tombak-Farbe angestrichen. Weil das oft gefragt wurde, Tombak ist eine sehr hoch kupferhaltige Messinglegierung, die dann dazu führt, dass sie so einen etwas goldgelbenen Ton annimmt. Des Weiteren trägt der Soldat auch hier wieder die Patrontasche 09, ein Koppelschloss aus Eisen und ein Leibriemen aus zu dem Zeitpunkt schon geschwärzten Leder. Auch beim Tornister sind die Trageriemen schon geschwärzt. Das haben nicht alle Soldaten beim Tornister gemacht. Der Tornister war bei vielen Soldaten immer eher optional betrachtet worden, was den Schwarzfärbebefehl angeht, also den Befehl, alle Lederpartien zu färben. Einige Soldaten haben es gemacht, einige nicht. Man sieht beides, man kann beides theoretisch verwenden. Auf der Rückseite trägt der Soldat, da er auch hier wieder feldmarschmäßig ausgestattet ist, die schilfgrüne Zeltbahn, die Mantelrolle, den Tornister und das Essgeschirr. Zu der Zeltbahn sei auch noch dazu gesagt, es gab zu Kriegsbeginn noch die rotbraune Zeltbahn und die wurde auch bis Ende des Krieges ausgegeben, da von dem Material noch so viel da war, dass man das halt nicht verschwenden wollte. Also diese Soldaten, die diese schilfgrüne Zeltbahn nicht ausgegeben haben, haben dann einfach weiter die rotbraune benutzt und haben diese dann aus Tarnungszwecken mitunter einfach unter den Mantel geschnallt. Also das ist auch eine Option, daher kann man auch diese Zeltbahn, die frühe Zeltbahn, eigentlich bis Kriegsende mit verwenden. Des Weiteren trägt der Soldat auch weiterhin die
alte Gasmasken-Stofftasche mit den Ersatzfiltern für die Ledermaske 17. Trinkflaschen, wie in dem letzten Video auch schon besprochen, 2 Stück, ein Brotbeutel, Infanteriespaten, Seitengewehr und Troddel. So, dann wollen wir jetzt mal noch ein bisschen, weil wir das noch so gar nicht behandelt haben, das Thema einmal grob anreißen. Und zwar geht es hier um die Gasmaske, speziell in dem Fall um die Ledermaske Modell 17. Diese Gasmaske war die letzte Evolutionsstufe von mehreren Versuchen oder Durchläufen einer Gasschutzmaske. Diese bestand aus imprägniertem Leder, Gläsern aus Gelatine und natürlich einem Filter. Weil bei den anderen Gasmasken oft das Problem bestand, dass der Filter sehr schwer war und diese dann nach unten abknickte und dadurch dann zu quasi einer Dichtigkeit der Luftzufuhr führte, war es dann hier bei dieser Maske möglich, ein Halteband anzubringen, die die Gasmaske gerade hält, um eine kontinuierliche Luftzufuhr zu gewährleisten. Naja. So, ich hoffe auch, dieses Video hat euch gefallen. Wir werden auch in Zukunft auf die anderen Armeen des Deutschen Kaiserreichs eingehen. Solltet ihr da auch Wünsche haben zu anderen Waffengattungen, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Lasst ein Abo und ein Like da und dann wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag.